Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play in ATS 2. Heute wieder mit dabei der DJN Let's Plays Chris. Ganz genau, hallo. Und bei mir natürlich auch ATS 2, ich nehme auch auf. Und wie viel hast du nochmal an normalem Weg? Es waren irgendwie 700 Kilometer. Weil ich habe auch 742 Kilometer, nicht dass wir noch die gleiche Strecke haben. Ne, das glaube ich kaum, weil ich stehe in Trieste rum. Okay, ich stehe in Algier rum. Also haben wir nicht die gleiche Strecke, das funktioniert nicht. Ja, stimmt. So, ich hole mir schon meine Fracht. Ja, das mache ich auch gerade. Ich fahre da gerade rückwärts dahin. Tack. So, Fracht angekoppelt, 749 Kilometer, 12 Stunden Fahrt. Ja, bei mir jetzt 1400, weil ich ja noch den Seeweg habe. 749, ich habe 742, dann könnten wir sogar eventuell gleichzeitig ankommen. Das wäre natürlich ziemlich geil. Ich habe 12 Stunden zu fahren, ne? Ich habe 33 Stunden. Aber wie gesagt, Seeweg ist ja noch dazwischen. Ich habe keinen Seeweg. Habe ich ja extra nicht genommen. So, vielleicht mal kurz an deine Abonnenten. Ich habe bei mir den 2000, also das habe ich bei mir schon im letzten Part erwähnt, deswegen. Ich habe den 2000 PS Mod habe ich rausgehauen, den ich drin hatte, weil Thomas mich doch schon davon überzeugt hat, dass der ein wenig übertrieben ist. Ein wenig. Aber nur ein bisschen, ne? Ja, genau. Und ich habe jetzt wieder den Chip getunten mit, ich glaube, 800 oder 900 PS, was für mich immer noch ziemlich viel ist. Ja. Passt schon. Das passt schon, das läuft, das läuft. Richtig. Ach, da vorne ist schon mein Schiff. Ja gut, das ist natürlich echt nicht weit. Das ist natürlich richtig sinnvoll dann, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, mal gucken, was hat am Schlafen? War das noch mit S7, ne? Oh, mein LKW hat einen Schaden. Ja, drauf geschissen, ne? Wie sieht's mit Sprit aus? 1000 Kilometer noch? Ja. Aber wir schon schaffen irgendwie. Ja, sicher. Das nächste Mal gibt es übrigens auch ETS 2 bei mir mit Facecam. Da habe ich jetzt heute keine Lust mehr drauf. Also ihr habt mich ja jetzt eh schon gesehen in diesem einen Video da, dem Infovideo. Wie gesagt, denkt dran, schreibt immer schön rein, was ihr von mir alles wissen wollt, weil das kommt dann in meinem neuen Format Frag den Tom. Was auch für ein geiler Name wieder ist hier. Ja, hast du dir natürlich perfekt ausgesucht. Naja, Thomas. Ich schmücke mich nicht mit fremden Federn, ne? Ich war das nicht. Ja. Stimmt, das waren die ganzen anderen Lauchs. Genau, die Vollpfosten. Die Lauch-Action. So, wie viele Kilometer hast du noch? 733. Oh, 715. Jetzt bin ich schon mal ein wenig nach vorne gekommen. Ja komm, jetzt fahr! Allerdings muss ich auch sagen, ich habe eine sehr, sehr aggressive Fahrweise heute, was allerdings auch an den Ereignissen des heutigen Tages wieder liegen kann. Ja gut, aber da also, haben wir ja schon... Ja klar, da haben wir ja schon drüber geredet. Hast du noch irgendein Thema sonst, was wir ja, vielleicht ansprechen wir haben, können? Ja, wir haben natürlich Thema Politik, ne? Was ja heute aktuell gerade der Fall ist. Ja, es ist ja Bundestagswahl gewesen. Ja, also Leute, wenn ihr das bei mir im Kanal seht, da ich noch so viele ETS 2 Folgen habe, ich habe keine Ahnung, wann das kommt. Also vor 2 Wochen irgendwann mal war die Wahl. Ja, du hast ja so viel vorproduziert. Ja, ich weiß das habe ich ja nicht gemacht, also ich bleibe ja so in den LPTs bleibe ich ja treu, so ein bisschen, ne? Aber es ist ja Politikwahl, die Wahlen sind ja jetzt alle rum, Stimmen sind alle durchgezählt, Hochrechnungen zufolge wird wahrscheinlich die Merkel weiterhin im Amt bleiben. Es könnte auf eine schwarz-rote Kollision hinauslaufen. Ob das denn alles so eintrifft, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall weiß ich, zumindest den Hochrechnungen zufolge, hat die FDP so richtig abgelost. Aber vom Allerfeinsten. Mehr habe ich dazu jetzt aber auch nicht zu sagen. Nochmal 4 Jahre die Merkel. Ich habe dazu auch nichts mehr zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich halte mich bei dem Thema Politik sowieso
lieber mal bedeckt, weil ansonsten heißt es noch, ich wäre gegen ganz Deutschland. Nö, das nicht. Ich bin nur gegen Merkel. Naja. Die hat acht Jahre lang hat sie ihren Scheiß machen dürfen, ja. Da hat keiner irgendwas gesagt. 8 Jahre lang. Nur irgendwann reicht's aber auch, ne? Ja, das meine ich auch. Und von jetzt, ich habe die Wahlprogramme ja noch alle hier liegen. Ich habe sie alle noch in Original hier liegen. Wie sie mir überreicht worden sind. Ja? In diesen ganzen 8 Jahren hat sie nicht ein einziges Thema eingehalten. Was sie selber versprochen hat. Ja. Ich weiß nicht, ob das die richtige Politikerin ist für uns. Naja, das sind Wahlversprechen. Ich gebe da auf diese Wahlversprechen gar nichts mehr. Deswegen hat mich das auch gar nicht interessiert, mit was für einem Wahlprogramm die werben oder sowas, weißt du? Weil im Endeffekt ist es immer nur alles so... das ist wie, als wenn du dir ein Handy kaufst. Jeder Hersteller wirbt natürlich damit, dass dein Handy das Beste ist und dass es für dich natürlich das Idealste ist. Aber wenn du dann mal hinter die Fassade schaust, was dann in Wirklichkeit da so drin hintersteckt, dann siehst du nämlich, dass bei dem Handy nur das drin ist und bei dem das. Also die perfekte Politik bei einzelnen Parteien gäbe es gar nicht. Das ist einfach so. Tja, aber was? Deswegen bin ich auch zu zwei Sachen relativ positiv gestimmt. Das hört sich jetzt krass an, ich weiß. Und das ist auch so gemeint, aber überlegt es euch einfach mal wirklich im Kopf. Ich persönlich finde den Kommunismus wirklich gut, den es damals in der Russischen Föderation gab, ja. Der damals dort in der UdSSR war, wo alles jedem gehört hat, weil das hat wirklich einfach nur scheiße gut funktioniert und ich finde eine Diktatur an sich nicht verkehrt. Man muss nur einen Diktator haben, der seine Macht nicht ausspielt. Wenn man jemanden hat, der wirklich dem Volk entsprechend dann auch handelt und sowas, ja, dann ist das alles gar nicht mal so eine verkehrte Richtung. Ja, eigentlich nicht, ne? Aber Diktatur wird ja nicht mehr ganz so gerne gehört. Ja, aber es muss ich mal so sagen. Also ich persönlich, ich fand, ja, das ist jetzt schon wieder ein sehr schwieriges Thema, weißt du, wenn ich jetzt die Sachen so sage, wie ich sie sagen würde. Dann sagst du doch einfach, du hast doch deine Meinung dazu. Es ist doch deine Meinung, die du vertrittst, mein Gott. Okay, also ich finde, Hitler damals im Zweiten Weltkrieg hatte politisch gesehen sehr, sehr viele Sachen, die er korrekt durchgezogen hat und die er auch meines Erachtens nach so gemacht hat, dass es wirklich ein besseres Deutschland hätte geben können. Nur durch seine persönlichen Abneigungen gegen die Ausländer und gegen die Juden hat er natürlich alles wieder versaut. Keine Frage. Das, was er da mit den Ausländern und mit den Juden gemacht hat, ist das Letzte und das will ich auch nicht schönreden, das kann man auch nicht schönreden, soll man auch nicht. Das war scheiße, aber was der politisch geschafft hat, auch alleine die Tatsache, dass er es geschafft hat, dass es kaum Arbeitslose und so gab, ja, dass er uns die Autobahnen so gesehen ermöglicht hat, also es sind alles so Sachen, da muss man einfach mal sagen, politisch gesehen hat der Mann einfach viel erreicht. Das stimmt. Ganz klare Sache. Also Diktaturen müssen nicht immer schlecht sein. Nur es wird halt meistens auslaufen, dass die Person, der Diktator an sich, dass der halt einen Machtschub bekommt und auf einmal denkt, er wäre der King. Ja, und dann Aber das ist genau dieser Fehler, der eigentlich nicht passieren dürfte. Ja. Richtig. In England gibt es doch noch ein Königreich, ne? Jupp. Die Queen gibt es da noch. Ja, aber das ist doch auch fast gleichzustellen mit einer Diktatur, oder nicht, wenn du so willst. So in etwa eigentlich schon, soweit ich das jetzt weiß, ne? Wird doch schon, einer ist ganz oben, der sehr, sag ich jetzt mal. Also nochmal ganz so nebenbei, ich brauche ein Bit, ne? Sonst verstoße ich ja wieder gegen die Ruhezeiten und so. Okay, ja, ich bin gerade gut on Tour, also bei mir läuft das alles. Nee, weil, in England zum Beispiel funktioniert das ja mittlerweile schon seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausende mit dem Königreich. Und abgesehen davon, dass ein Königreich eventuell leicht veraltet ist, aber es ist ja im Prinzip auch so gesehen, dass ein Königreich immer so gestaffelt ist, so ähnlich wie eine Diktatur. Die eine Familie, die Königsfamilie, steht oben und alle anderen stehen drunter. Ist ja nichts anderes eigentlich wie eine Diktatur. Eigentlich hast du dann, ich muss dir da wohl recht geben. Ne? Das kann ja jetzt natürlich sein, dass es bei denen da ein bisschen anders ausgeht. Oh, da kommt ein Bit. Da muss ich rausfahren. Könnte natürlich sein, dass es jetzt der eine oder andere besser weiß. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht besser.
Einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr da was besser wisst. Die sind ja neuerdings wieder an. Bei wem? Ja, bei dir. Bei mir, aber die Kommentare waren schon immer an. Außer halt bei diesen extremen Videos, bei Fake Time oder so, da lasse ich keine andere Meinung zu. Ja. Naja. So, ich muss jetzt erstmal pennen gehen hier. Das ist schon alles so duster hier. Jetzt hau ab hier vorne. Bei wie viel Kilometer bist du? 560. Oh, ich auch. 561. Ach man, jetzt fahr doch. Wenn du schon Gas gibst, dann fahr doch einfach, ey. Vollpfosten, echt jetzt. Jetzt muss ich mich schon auf schlafen legen hier. So, ja, gechillte Fahrt hier heute. Ja, ich penne jetzt erstmal in der Runde. Na geil. Bei wie viel Millionen Euro bist du eigentlich? Millionen Euro? Hallo? Welche Millionen? Ja, also... 221.000 habe ich. Ich habe gerade meine Kreditkarten bezahlt gekriegt, mal so eben. Oh. Ja, weil ich bin aktuell bei 9,2 Millionen. Das ist gut. Das ist so ein richtiger Schwachkopf, ne? Ja, was soll ich der machen? Geht nicht arbeiten, weißt du? Sozialschmarotzer. Ja. Weißt du? Lässt seine eigenen Kollegen da nochmal lochen für ihn, ne? Ja. Und die kriegen von nichts. Da gibt's kein Mittagessen oder so. Nee. Doch. Ach, laber doch nicht. Letztens habe ich denen alle einen Lolli geschenkt. Das muss reichen. Die wollten direkt einen zweiten haben, weißt du? Die sind auch noch gierig. Ja, sicher sind sie gierig. So scheiße, jetzt habe ich keine Autobahn mehr, so wie es aussieht. Das ist gut, weil dann bin ich doch vor dir da. So, eben richtig hinsetzen. So. Nee, das ist schon alles lustig. Ja, wartest du jetzt oder auf was wartest du hier, du scheiß Bus? Hast du vielleicht noch ein anderes Thema, was wir ansprechen müssen? Ich habe genug persönlich. Themen, die kommen aber so. Ach scheiße, dann muss ich jetzt einfach irgendwelche Wörter sagen, in der Hoffnung, dass dir irgendwo eine Eingebung kommt. Ja, erstmal einen herzlichen Gruß an Wir Locutus, den kennt ihr ja auch, das ist auch ein ETS-2-Zocker. Ja, könnt ihr auch mal gerne über seinen Kanal vorbeifahren, vorbeischauen. Er schreibt mich die ganze Zeit in Skype an, ne? Erstmal liebe Grüße dahin, du bist jetzt live auf Sendung. Ja.